Jo, servus Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge Strong Personality. Heute endlich mit den lang ersehnten Technikanalysen. Ja? Ihr könnt mir unter der jetzt eingeblendeten E-Mail eure Videos zu Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben senden. Ich analysiere es dann und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem ersten Kandidat. Das ist Conventional Deadlift. Ja? Man sieht hier, ich bin nicht zufrieden mit deiner Ausführung. Als erstes, du hast irgendwie ein bisschen ein leichtes Hohlkreuz. Und du behinderst dich beim Heruntergehen, also bei der negativen Phase selbst, indem dass du die Beine zu früh streckst. Ja. Für meinen Geschmack startest du ein bisschen zu niedrig und der Kopf ist auch überstreckt. Jetzt noch nicht so sehr in der Startposition. Die Startposition ist eigentlich völlig in Ordnung, sieht gut aus. Kopf nicht überstreckt, dann hier, du hast die Hantel ist über dem Schulterblatt, Schulter ist leicht vor der Stange. Eigentlich eine gute Ausgangsposition und was dann passiert, weiß ich nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, du verlierst jegliche Rumpfspannung. Jetzt habe ich hier nochmal eine Linie eingezeichnet, wo du den Hantelpfad sehen kannst. Ja, die schwankt immer vertikal, die horizontal hin und her. Aber eigentlich soll es nur eine vertikale Bewegung nach oben und nach unten sein. Ja. Und jetzt, du verlierst komplett das Setup und dann auf einmal ist dein Kopf überstreckt. Der Hantel ist auf einmal nicht mehr über dem Schulterblatt, weiß nicht, was da passiert. Du nimmst den Kopf brutal in den Nacken, sieht man hier jetzt, ja. Überstreckst den Kopf wahnsinnig stark. Das unbedingt vermeiden. Weiß nicht, warum du das auf einmal machst, denn die Startposition hat eigentlich gut ausgeschaut. Aber schauen wir uns jetzt nochmal an. Und jetzt hier in der Abwärtsbewegung, sehen wir es jetzt in der verlangsamten Version, blockierst du dich selber mit deinen Knien, ja. Du musst jetzt erst, ja, hier den Umweg über die Knie machen, deswegen ist auch dein Hantelpfad nicht gerade. Also die Knie erst beugen, nachdem du die Knie passiert hast, bitte. Ja. Und jetzt hier nochmal, ja, du verlierst die Spannung oder die Stange ist nicht genau über dem Mittelfuß, das kann ich jetzt hier nicht so genau erkennen. Auf jeden Fall, schau bitte, dass der Mittelfuß immer über der Stange ist, so hast du die optimalen Hebeverhältnisse und beuge die Knie später, fixiere einen Punkt vor dir, sodass du nicht den Kopf überstreckst und arbeitet dringend an deiner Rumpfspannung. Ja, da ist null Spannung da. Ansonsten ist es auf jeden Fall schon besser geworden. Ja. Auf jeden Fall bitte die Sachen beheben. Ja. Haben wir jetzt hier meine Freundin beim Conventional Deadlift. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Hier haben wir die Startposition. Sieht eigentlich echt ganz gut aus. Vor allem, wenn wir wissen, wo du angefangen hast. Das schaut echt gut aus. Dann hier die Startposition, super eigentlich, Kopf nicht überstreckt, Schulterblatt direkt über der Stange, Schulter vor der Stange, schaut gut aus. Und jetzt nochmal in verlangsamter Version. Das Einzige, was du machen kannst, hier haben wir auch nochmal den Lockout, das sieht auch optimal aus eigentlich. Was du machen kannst, ist noch ein bisschen mehr den oberen Rücken auf Spannung zu bringen, ja, das fehlt dir noch ein bisschen. Und vielleicht im Lockout die Brust mehr rauszudrücken, ja? Indem dass du also quasi die Schulterblätter fixierst, Brust mehr rausdrücken. Dann haben wir jetzt Bankdrücken. Der Kevin ist das. Schauen wir es uns jetzt mal an. Ja, sieht an sich nicht so schlecht aus. Jedoch kommt es mir vor, als wie wenn du die Spannung ein bisschen verlierst, also dass die Schulterblätter nicht zurückgezogen bleiben. Was wir vorher schon gesehen haben, der Ellbogen ist nicht direkt unter der Stange, sollte möglichst so sein, einfach um eine bessere Kraftübertragung zu haben. Was mir auch auffällt, ist, dass ein bisschen deine Arme nach hinten driften, ja? Die shiften ein bisschen nach hinten. Kann meiner Meinung nach daran liegen, dass du einfach die Spannung nicht richtig aufbaust hinten, quasi mit den Schulterblättern, die Schulterblätter hinten fixierst. Probier das mal aus. Und versuch vielleicht sogar eine bisschen tiefere Ablageposition zu nehmen. Ja, sehen wir es nochmal in Originalgeschwindigkeit. Was haben wir noch aufgeschrieben? Genau, richtig einatmen, also die Luft einatmen in den Bauch pressen und nicht festzumachen. Tiefere Ablage und stell dir vielleicht mal vor, dass du einen Tennisball hinter deinen Schultern oder in deinen Schulterblättern einklemmen willst. Das hilft dir vielleicht, um die Schulterblätter hinten zu fixieren. Ansonsten nicht so schlecht, kann man eigentlich schon so lassen. Dann haben wir hier noch Conventional Deadlift, sehr, sehr guter Kandidat. Braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Schaut wirklich gut aus, kannst du auf jeden Fall so weitermachen. Was du vielleicht noch ein bisschen verbessern könntest, ist unten der Spannungsaufbau. Ansonsten hier die Startposition perfekt. Also
Kann man nicht meckern, schaut richtig, richtig gut aus. Ansonsten, was haben wir zu dir aufgeschrieben? Ja, wie gesagt, bisschen jetzt fehlt der Spannungsaufbau, wobei du eigentlich eh recht gute Spannung hast ja hier. Wenn du da noch vielleicht ein bisschen mit der Atemtechnik was rausholst, mit dem Valsalva-Manöver, also einatmen, Luft in den Bauch pressen und dich festmachen, sieht das noch viel, viel besser aus. Ansonsten Lockout passt, sehr, sehr gut. Kannst auf jeden Fall so weitermachen, also keine Bedenken. Dann haben wir jetzt hier noch den ersten Kandidat. Schulterdrücken ist eine schlechte Sicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass du zu breit greifst für meinen Geschmack und nicht den vollen Lockout mitnimmst. Ja? Du musst im Lockout durchstrecken und den Kopf ein bisschen nach vorne schieben. Ja, das machst du hier nicht, du machst nur so halbe Wiederholungen, also es bringt dir nichts. Also schau, dass du es gescheit machst und schau, dass du ein bisschen enger greifst. Ja? Es sollte eigentlich der Unterarm wieder direkt unter der Stange sein und nicht und deine Ellbogen sollten auch nah am Körper sein. Ja? Weil wenn du so drückst, hast du überhaupt keine richtige Kraftentwicklung, wenn die Ellbogen so weit vom Körper sind. Ja? Schau, dass du die Ellbogen reinnimmst, dass die Unterarme unter der Stange sind und dann schaust, dass du das raufdrücken kannst. Ja? Explosiv. Ansonsten, ja Leute, das war es eigentlich schon wieder. Das waren die vier Kandidaten. Ich habe gerade gemerkt, dass ich es ein bisschen knapp gemacht habe von den Videosequenzen, weil ich fast nicht dazu gekommen bin, zu jedem einzelnen ausführlich was zu sagen. Ich werde es wahrscheinlich beim nächsten Mal besser machen, ein bisschen längere Sequenzen einbauen. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, eure Technik zu analysieren. Wie gesagt, könnt mir gerne eure Videos senden unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Lasst mir ein Like da, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Fehler gesehen habt, was ihr vielleicht noch verbessert hättet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Training, Daumen nach oben, abonnieren wäre natürlich immer geil und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao Leute. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them.